Herzlich willkommen bei Preuß Münster, herzlich willkommen in der Stadt Münster. Was hat dich überzeugt, hierher zu kommen? Ja, ich wollte auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland, wo ich jetzt ein Jahr in Belgien gespielt hatte. Und ja, ich hatte dann sehr gute Gespräche schon mit den Verantwortlichen, auch mit dem Trainer, die mich sehr früh und ja, kontaktiert hatten. Und ich hatte dann ein gutes Gefühl und ja, jetzt hat es dann heute geklappt mit der Unterschrift. Du bringst viel Erfahrung mit, kommst hier in eine junge Mannschaft, die eben viel Potenzial mitbringt. Wo siehst du da so deine Rolle und was erwartest du dir auch von der Station hier? Ja klar, die dritte Liga ist immer schwer einzuschätzen. Ich glaube, da irgendwie ein Ziel oder so zu formulieren, ist immer am Anfang schwer. Aber ja, ich glaube, wenn man letztes Jahr Achter wurde, möchte man nicht unbedingt schlechter sein als letztes Jahr. Und klar habe ich jetzt viele Spiele auf dem Buckel und auch in der zweiten Liga schon einige Spiele gemacht. Aber ich glaube, wenn man jetzt als neuer Spieler kommt, muss man sich, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen reinfinden in die Truppe. Und es gibt natürlich auch schon zwei, drei erfahrene Spieler. Aber klar möchte ich natürlich auch vorangehen. Einen erfahrenen Spieler kennst du, glaube ich, noch aus deiner Zeit in Sandhausen. Mit Ola hast du mal zusammengespielt. Habt ihr vorher nochmal gesprochen oder so? Ja, ich wollte jetzt nicht zu früh ihn kontaktieren. Ich hatte gestern ihn dann mal informiert, dass ich in Münster bin und dass es wahrscheinlich dann heute klappt mit der Unterschrift. Und ja, er freut sich natürlich und ich hoffe, das hält auch noch ein bisschen an. Ja, wir haben uns auch früher schon immer gut verstanden und ich glaube, das wird auch diesmal so passen. Hat er dir direkt ein bisschen was über Münster erzählt oder so? Ja, wir hatten nur jetzt mal wegen Wohnung so ein bisschen gequatscht. Er hatte auch mal ja, von der Stadt natürlich auch ein bisschen erzählt. Aber ja, so großartig hatten wir jetzt noch nicht so Kontakt. Aber ich glaube, das wird sich dann in den nächsten Wochen dann ja, wieder vermehren. Nächste Woche geht es dann auch los. Wie groß ist jetzt einfach auch die Vorfreude, der Bock loszulegen? Und auf was freust du dich am meisten? Ja, sehr groß. Also ich auch jetzt, wo ich das Jahr ja, nicht so viel gespielt hatte, glaube ich, ist das für mich dann ja, nochmal was, ja, was Motivierendes, wieder dann direkt zu starten. Und klar, man wird sehen, wie man reinkommt und die Vorbereitung ist immer eine anstrengende Zeit. Ich glaube, da muss man sich erstmal reinfinden und auch mit den einigen Neuzugängen, die jetzt kommen, müssen wir uns dann finden und ich glaube, es wird eine spannende Zeit. Herzlich willkommen. Danke.